Michaela, als ich dich gefragt hatte jetzt für dieses Stück, für diese Aufnahme, da erinnerte ich mich, dass du mal vor Zeiten, das ist schon lange Jahre her, mal gesagt hattest, als wir dieses Lied für ein Liederamt geplant hatten, es ist sowieso das schönste Lied eigentlich. Das hat mich irgendwie verfolgt. Also ich habe da natürlich gleich zugestimmt. Für mich ist es auch so. Wobei es nicht heißen muss, dass es jetzt nicht noch andere schönste Lieder gibt. Das ist vielleicht ein Absolutheitsanspruch, den man relativieren muss. Aber irgendwas davon, glaube ich, ist tatsächlich dran. Ich bin nach wie vor der Meinung auch. Es gibt auch viele andere schöne Lieder und angefangen bei vielen Malerliedern von Urlicht und dergleichen. Aber das, ich bin der Welt abhanden gekommen, ist eigentlich wirklich nach wie vor für mich das wundervollste, alles ausdrückende Lied im Text als auch in der Harmonie und der Melodik. Und das, also für mich geht es nicht schöner, nach wie vor. Und jedes Mal wieder bin ich zutiefst dankbar, dass ich sowas Tolles und Wunderschönes singen darf und musizieren darf mit dir zusammen. In diesem Falle ist das einfach eine ganz herrliche Aufgabe und eine große, große Freude. Ja, sagen wir mal, es ist ein Privileg, es musizieren zu dürfen. Die Freude ist natürlich ganz meinerseits. Ich bin auch immer ganz happy, sowas zu spielen, weil man irgendwie sich so irgendwie verwandeln darf in so ein imaginäres Orchester. Machst du eigentlich das, wenn man jetzt mal ganz direkt fragen würde, lieber mit Orchester oder mit Klavier? Wie ist das bei solchen Liedern eigentlich? Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Ja. Also mal so, mal so. Also mal ist gerade diese extrem intime Atmosphäre mit nur Klavier das Allerschönste, was man sich vorstellen kann, auch in gewissen Lebenssituationen, wie jetzt auch ja vielleicht ganz passend. Und das ist eine so große Herausforderung, dann auch in diesem intimen Rahmen, das so herüberzubringen und so musizieren zu können, wie man das möchte. Und andererseits gibt es andere Situationen, wo vielleicht gerade auch ein Orchester dann eben diese, die verschiedenen Farben noch dazu bringt. Aber ich finde, es hat beides so viele Qualitäten und so unglaublich schöne Seiten, sind so unterschiedlich auch und doch wieder so gleich. Und naja, ich muss jetzt nicht, aber wenn man das so schön spielt wie du, dann habe ich ja ein Orchester unter mir. Um Gottes Willen. Ich denke nur, ich bin immer nur froh, dass Mahler selbst wohl auch zwischen Orchester und Klavier auch sich gar nicht so richtig entscheiden konnte, was für ein Orchesterkomponisten natürlich verblüffend ist. Also wenn ich ans Lied von der Erde denke, wo er ja immer noch hin und her laviert hat zwischen den beiden Versionen. Ich habe mich da mal gefragt, als ich dich hörte mit der, das war mit der vierten Sinfonie von Mahler, den Schlusssatz mit dem wunderschönen Sopran-Solo. Ich saß in der Leishalle ziemlich weit hinten und ich habe damals bewundert, mit welcher Diktion, also das klingt jetzt so sachlich neutral, aber sagen wir es mal besser so, wie die Sprache. Ich habe das damals, glaube ich, auch hinterher gesagt, direkt ans Ohr kam, beide Ohren. Und das war für mich so was Intimes in diesem großen Saal. Bei so einem Lied, wo er irgendwie es ist ja einerseits ganz intim und andererseits hat es so was ganz, etwas von einer unendlichen Weite. Wie ist das jetzt für dich, wenn du das hier in einem relativ kleinen Saal, du bist ja ganz große Säle gewöhnt, so auch so intim singen müsst. Gibt es da etwas, was dich dabei beschäftigt oder besonders angeht? Ja, also ich finde das, was ich vorhin schon sagte, einfach eine ganz besonders große Herausforderung, muss ich sagen. In einem großen Saal mit einem großen Orchester, jetzt gar nicht unbedingt nur auf das Lied bezogen, aber auch sonst ist man natürlich ein bisschen freier. Und hier möchte man alles so perfekt, jeden Ton, jedes Wort so perfekt, das möchte man sonst auch, aber gerade dieses Lied, finde ich, erfordert das so. Und trotzdem darf man die Linie nicht verlieren und trotzdem darf man nicht anfangen, wie du gesagt hast, auch auf jedem Ton sozusagen zu hängen und so. Also da, es gibt, finde ich, gerade in so einer, gerade heute ist mir das nochmal besonders aufgefallen, was für eine große Herausforderung, Aufgabe und auch Freude ist letztendlich, sich nochmal so intensiv damit zu beschäftigen.
Es ist fast wie eine Art so ein absichtsloses Träumen, was man hier quasi gewinnen kann, wieder, wenn man sich darauf einlassen kann. Natürlich, das klingt jetzt fast, natürlich lacht, wenn man weiß, wie schwer das ist, auch zu singen, gerade mit diesen zarten Tönen aus der Höhe, aus dem Nichts kommen. Auch in der Tiefe, dass das irgendwie ganz weich klingt alles. Also da erstaune ich immer, mit welcher Ruhe jemand wie du da herangeht. Aber das ist so für mich das Tolle, dass irgendwie, also etwas ist ganz, muss ganz klar erzählt werden und es ist trotzdem wie, als ob es gerade entsteht, so aus dem Augenblick improvisiert wird. Also, was ich, geht ganz dir das ehrlich? Sehr schöne Aufgabe. Danke dir.